Hey, wie schön, dass du wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah und heute geht es um ein Thema, das sich viele von euch gewünscht haben, nämlich um das Thema Eifersucht. Ja, die Eifersucht, die lässt uns wüten, verzweifeln. Manchmal haben wir das Gefühl, dass sie uns förmlich innerlich auffrisst. Und manchmal, da lässt sie uns ganz, ganz klein fühlen. Ja, die Eifersucht, die ist eine sehr einnehmende und auch sehr erschöpfende Emotion. Eine, die Beziehungen extrem belasten kann und auch zerstören kann. Und deshalb ist Eifersucht auch etwas, auf das wir nicht stolz sind, sondern im Gegenteil, Eifersucht ist eine Emotion, für die wir uns schämen. Und genau damit will ich in diese Podcast-Folge einsteigen. Bitte, bitte, bitte schäm dich nicht. Schäm dich nicht, denn deine Eifersucht, die hat einen Grund. Und der liegt vielleicht nicht in deiner jetzigen Beziehung oder in dem Verhalten deines jetzigen Partners oder deiner Partnerin, aber diesen Grund gibt es. Und vorab auch zur Info, du bist nicht alleine mit deiner Eifersucht. Laut einer Umfrage reagieren 80% der Frauen und Männer, zwar eine Umfrage in Deutschland, also hier in unserem Land, mit Eifersucht. Und schon Babys können Eifersucht fühlen, das ist wissenschaftlich jetzt belegt. Bereits ab dem 5. Monat können wir eifersüchtig werden, zum Beispiel gegenüber einem Geschwisterkind. Ja, das konnte jetzt neurologisch nachgewiesen werden. Man konnte feststellen, dass bei Babys ab dem 5. Monat im Gehirn das Gefühl von Eifersucht aktiviert wird. Und was tun diese kleinen Kinder dann? Na klar, die fangen an zu weinen und die fangen an zu schreien, weil sie Angst haben. Angst, die Liebe ihrer Mutter oder ihres Vaters zu verlieren. Die Liebe, auf die sie ja angewiesen sind. Ja. Und sie haben auch dieses große Bedürfnis, gehalten zu werden. Das große Bedürfnis nach Geborgenheit. Und all diese Bedürfnisse, die kann das kleine Kind nicht selber stillen. Es braucht jemand, der genau diese Bedürfnisse stillt. Ja? Jemand, der sich kümmert. Ich habe in einer anderen Podcast-Folge mal von dem Fall eines britischen Waisenhauses erzählt, in dem Säuglinge versorgt wurden von einer Krankenschwester und gewickelt wurden und gefüttert wurden. Und trotzdem sind mehrere von diesen Säuglingen gestorben und die Ärzte haben wirklich geforscht und haben versucht herauszufinden, woran liegt das? Gibt es eine Krankheit? Was ist das? Ist das irgendwie ein Infekt, eine Infektion, die rumgeht? Und irgendwann war klar, woran die Säuglinge gestorben sind. Denen hat es an körperlicher Nähe gefehlt. Also das reine Versorgen mit Nahrung und das reine Wechseln der Windeln hat nicht ausgereicht zum Leben. Ja, das Bedürfnis nach Geborgenheit und nach körperlicher Nähe eines Säuglinges ist sehr, 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 sehr groß und ist überlebenswichtig. Und da macht es natürlich total Sinn, dass wenn kleine Kinder dieses Bedürfnis oder das Stillen dieses Bedürfnisses bedroht sehen, ja, weil sie sehen, meine Mutter oder mein Vater, die schenken ihre Aufmerksamkeit jemandem anderen, vielleicht einem Geschwisterkind oder irgendeiner anderen Person, dass da eine große, große Angst in ihnen hochkommt. Und das ist dann Eifersucht. Wie gesagt, ab dem 5. Monat
im Gehirn aktiviert und angelegt, die Eifersucht. Und da sind wir auch schon bei den zwei Motiven der Eifersucht. Motiv Nummer eins ist die Angst. Auch bei uns Erwachsenen meistens die Verlustangst, also die Angst, jemanden zu verlieren, die Angst, alleine zu sein. Und auch wenn jetzt nicht mehr unser Leben davon abhängt, ob dieser Mensch in unserem Leben ist oder nicht, die Angst ist sehr, sehr, sehr real. Die Angst, sich selbst nicht genug zu sein, die Angst auch nicht genug wert zu sein. Das hat auch viel mit Selbstwert zu tun. Und Motiv Nummer zwei sind ungestillte Bedürfnisse. Das ungestillte Bedürfnis nach Sicherheit, nach Akzeptanz, das ungestillte Bedürfnis, ja, geliebt zu werden, das ungestillte Bedürfnis nach Nähe, nach emotionaler Nähe und nach körperlicher Nähe, nach Intimität. Also nochmal, bitte, 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 schäm dich nicht oder zensier dich auch nicht, wenn du eifersüchtig bist. Denn ja, der Grund, der liegt in dir, aber der hat seine Berechtigung, der hat seinen Ursprung. Und dieser Ursprung, der liegt in deiner Geschichte. Ja, vielleicht hast auch du das Gefühl der Eifersucht schon als ganz kleines Kind gespürt. Wie gesagt, ab dem 5. Monat können wir eifersüchtig sein und das ist absolut nichts Ungewöhnliches. Also dein Körper, der kennt dieses Gefühl der Eifersucht, der kennt diese Angst, die mit der Eifersucht verbunden ist. Und es ist auch total egal, ob das dann begründet ist oder nicht. Ja, das ist der Eifersucht im Alter von 5 Monaten total egal. Ja, die ist einfach da. Und dein Körper weiß dann, wie sich Eifersucht anfühlt und hat dann Zugriff auf diese Emotion. Und dann passiert dein weiteres Leben. Du wirst älter, Teenager, Erwachsene und ja, da passieren dir auf deinem Lebensweg Dinge oder können passieren. Ich glaube, sie sind fast jedem von uns schon passiert. Dinge, die dann dazu geführt haben, dass sich neue Ängste gebildet haben und neue ungestillte Bedürfnisse geformt haben. Ja? Vielleicht wurdest du verlassen und dadurch hat sich die Angst gebildet, verlassen zu werden. Oder vielleicht wurdest du tatsächlich schon mal hintergangen und dadurch hat sich dieses Bedürfnis nach Sicherheit geformt. Ja? Dein Lebensweg, ja, die Erfahrungen, die du auf deinem Lebensweg machst, die haben dich geprägt. Und diese Prägungen, die schleppst du mit dir rum und die schleppst du auch in neue Beziehungen. Ja, keiner von uns geht clean in eine Beziehung rein. Niemand von uns ist ein weißes Blatt Papier. Wir alle haben dafür einfach schon zu viel erlebt. Ja, da waren schon so viele Erfahrungen, die uns geprägt haben auf unserem Weg. Natürlich auch positive Erfahrungen, aber eben auch die negativen und herausfordernden Erfahrungen. Und aus ihnen sind dann diese schwierigen Prägungen entstanden, die wir jetzt wie so einen schweren Koffer mit uns rumtragen. Ja? Wir ziehen den wie so eine Last hinter uns her. Und wenn wir Eifersucht auflösen wollen, also wenn wir nicht ständig an diese Punkte kommen möchten, an denen wir uns eifersüchtig fühlen, dann müssen wir diesen Koffer loswerden. Wir müssen den abstellen. Und um das tun zu können, müssen wir uns erstmal eingestehen, dass der da ist. Dass das unser Koffer ist. Ja? Dass das mein Koffer ist. Meine Eifersucht ist mein Koffer.
Deine Eifersucht ist dein Koffer. Und ja, die gehört zu uns. Meine Eifersucht gehört zu mir. Und deine Eifersucht, die gehört zu dir. Und frag dich mal ganz, ganz, ganz ehrlich, falls du jetzt gerade mit dem Thema Eifersucht aktuell beschäftigt bist, ist das erste Mal, dass du so fühlst in einer Beziehung? Oder kann es sein, dass du das Gefühl von Eifersucht auch schon in vorherigen Beziehungen oder mit anderen Menschen gespürt hast? Ja, kann es sein, dass du deinen schweren Koffer schon länger mit dir herumschleppst? Und sei da wirklich ganz, ganz ehrlich mit dir und hab auch keine Angst, ja, das ist gut zu erkennen, dass die Eifersucht zu dir gehört. Denn wenn du erkennst, dass du den Koffer trägst, dann kannst du auch entscheiden, ihn abzustellen und stehen zu lassen und nicht mehr weiter durch dein Leben zu schleppen. Und diese Erkenntnis ist etwas sehr, 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 sehr Wertvolles. Wenn wir akzeptieren, dass die Eifersucht zu uns gehört, wenn wir sagen, ja Mann, ich bin eifersüchtig, dann können wir was ändern. Diese Annahme, dieses Verantwortung übernehmen, das ist der erste und auch der wichtigste Schritt, um mit Eifersucht zu arbeiten und sie aufzulösen. Leider tun wir meistens genau das Gegenteil. Ja, wenn wir merken, dass wir eifersüchtig werden, dann schießen wir um uns. Ja, wir projizieren dann unsere Eifersucht, unsere Ängste und unsere ungestillten Bedürfnisse auf den Partner oder die Partnerin. Ja, wir sagen, wegen dir fühle ich mich jetzt so schlecht. Warum machst du das mit mir? Und was passiert dann? Wir streiten und wir rasten aus und arbeiten uns an dem anderen ab. Und meistens drehen wir uns dabei im Kreis. Ja? Und wir kommen dann immer und immer und immer wieder an diese Punkte, an denen es eskaliert. Und ja, manchmal entwickeln wir dann Muster. Wir fangen an zu kontrollieren. Checken das Handy vom Partner, gucken ganz genau auf Social Media, was da so vor sich geht und ja, alles Mögliche. Alles kein schöner Kreislauf. Aber du kannst diesen Kreislauf durchbrechen, indem du das Gefühl der Eifersucht nicht auf jemand anderen schießt, sondern bei dir selbst bleibst. Nutze das Gefühl der Eifersucht, um tiefer zu blicken. Frag dich, was hat das mit mir zu tun, dass ich gerade eifersüchtig bin? Habe ich Angst, alleine zu sein? Habe ich Angst vor Ablehnung? Habe ich Angst, nicht genug zu sein? Habe ich das Bedürfnis nach Sicherheit? Habe ich das Bedürfnis nach mehr Aufmerksamkeit, nach mehr Anerkennung? Frag dich, was sind deine Ängste und deine ungestillten Bedürfnisse? Welche Ängste sind da, wenn dein Partner dich verlassen würde? Ja? Ist es die Angst, alleine zu sein? Ist es die Angst, nicht wert genug zu sein? Ich will dir hier keine Worte in den Mund legen, aber frag dich selber, was sind deine Ängste? Wovor hast du Angst, wenn dein Partner morgen weg wäre? Was ist deine Angst? Und was sind deine Bedürfnisse, von denen du glaubst, dass dein Partner sie stillen kann, aber du selber nicht? Ist es das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Zuwendung, nach Sicherheit? Und schau da ganz genau hin. Ja, wenn du zum Beispiel merkst, hey, ich werde eifersüchtig, wenn mein Partner sich mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann
auf einer vertrauten Ebene austauscht. Dann merke ich, wow, das fühlt sich für mich nicht gut an. Dann schau dahin, was stört dich daran? Warum stört dich das? Hast du Angst, nicht genug zu sein? Dass du ersetzt wirst? Hast du vielleicht das Bedürfnis nach mehr Aufmerksamkeit oder Bestätigung? Würdest du dir wünschen, dass dein Partner zu dir kommt und sagt, hey, danke, dass ich immer mit dir sprechen kann, dass du immer ein offenes Ohr für mich hast? Ja? Und sei da wirklich radikal ehrlich und guck da genau hin. Und wenn du dann merkst, zum Beispiel, hey, ich habe Angst, nicht zu genügen, nicht zu reichen, dann ist dein Thema Selbstwert. Und dann arbeite mit diesem Thema, mit dem Thema Selbstwert. Wie kannst du das tun? Du kannst dir die Qualitäten an dir anschauen, die du magst, die du schätzt, ja. Deinen Fokus auf deinen Wert legen. Ich habe ja auch übrigens eine Podcast-Folge zu mit dem Titel Werd dir selbstbewusst, ja. Dann schenk dir selber das, was du in deinem Partner suchst, ja. Schenk dir selber diese Wertschätzung. Oder wenn du merkst, dass du ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Bestätigung hast, dann schenk dir selber deine Aufmerksamkeit. Schenk dir auch selber deine Bestätigung. Rede gut mit dir. Ja? Du kannst zum Beispiel damit Affirmationen arbeiten. Sag dir selber gute Dinge, schöne Dinge. Ja? Meistens tun wir genau das Gegenteil. Ja, wir machen uns selber klein, wenn wir eifersüchtig sind. Tu das nicht. Ja. Heb die Dinge an dir hervor, die du magst. Red gut mit dir. Sei auch da für dich. Ja. Schenk dir das, was du in deinem Partner suchst. Schenk dir das selber. Und dadurch wirst du Heilung erfahren. Ja. Durch diese Selbstfürsorge kannst du die Ursachen für die Eifersucht mit der Zeit auflösen. Ja, die Eifersucht ist nur ein Symptom. Die Ursache, mit der müssen wir arbeiten. Und wenn du das tust, dann wirst du aufhören, immer wieder an die gleichen Punkte der Eifersucht zu kommen. Egal ob mit deinem jetzigen Partner oder einem anderen Partner, einer anderen Partnerin, denn du wirst heilen. Ja, du bist dann nicht mehr bedürftig und du hast auch nicht mehr diese großen Ängste. Ja, du heilst dich selber. Du schenkst dir das, was du in deinem Partner suchst. Du machst dich selber ganz. Und das ist ein wunderschöner Heilungsprozess, der natürlich auch Zeit braucht, aber der ganz, ganz viel Frieden schenkt. Und am Anfang dieses Prozesses und auch mittendrin ab und zu kommt natürlich trotzdem dieses Gefühl von Eifersucht und wir fühlen uns übermannt von der Eifersucht. Und wenn du gerade in so einer Akutsituation bist, dann ist eins wichtig, lass dein Gefühl nicht in deinem Kopf. Ja, lass dein Gefühl wirklich nicht dir irgendwelche Stories erzählen. Ja, wenn du zum Beispiel mitbekommst, dass dein Partner, deine Partnerin mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann sich sehr vertraut austauscht und vertraute Gespräche führt, dann erzähl dir nicht gleich eine Story dazu. Das tun wir dann nämlich sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Und dann bleibt das in unserem Kopf nämlich nicht bei dem Fakt, dass unser Partner einfach ein gutes Gespräch mit einer anderen Person hat, sondern dann addieren wir Gedanken dazu. Ja? Gedanken wie, da läuft doch bestimmt mehr. Da werden doch bestimmt auch Blicke ausgetauscht. Da werden doch bestimmt auch Berührungen ausgetauscht und so weiter und so fort. Und dann
rattert das Kopfkino los. Und tu das nicht, ja, schmeiß nicht den Film an. Und ja, das hört sich jetzt vielleicht leichter an, als es ist. Was tatsächlich helfen kann, ist, wenn du ganz laut Stopp sagst. Ja? Wenn du deine Gedanken wirklich laut stoppst. Und auch wenn du in Bewegung kommst, ja, oft verharren wir dann, ja, wenn die Gedanken so anfangen zu kreisen und wir uns in etwas reinsteigern, dann sind wir so ganz in uns und verharren. Und ja, betätige dich körperlich. Du musst jetzt nicht gleich 2 Stunden zum Sport gehen, aber steh auf. Lauf durch die Wohnung oder mach Musik an, komm von deinen Gedanken wieder in deinen Körper. Und wie gesagt, sonst ganz laut wirklich Stopp sagen zu deinen Gedanken. Und was mir auch noch ganz, 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 ganz wichtig ist zu sagen, wenn wir uns selbst heilen und mit unserer Eifersucht arbeiten, dann heißt das nicht, dass wir alles, was unser Partner oder unsere Partnerin tun, gutheißen müssen. Ja, es kann ja auch durchaus sein, dass dein Gefühl dich nicht getäuscht hat und dass dein Partner dich hintergeht oder dass deine Partnerin dich belügt, etwas zurückhält, ja, dass dein Gefühl dich nicht täuscht. Und klar fühlt sich das nicht gut an, ja. Aber wenn du dir selbst geben kannst, was du brauchst, also wenn du selbst mit dir im Reinen bist, wenn du nicht abhängig bist von deinem Partner, nicht emotional abhängig bist, dann kannst du aus diesem Gefühl der Unabhängigkeit entscheiden, will ich jetzt meinen Partner verlassen? Will ich ihn gehen lassen oder sie gehen lassen? Oder entscheide ich mich aus meinem Gefühl der Unabhängigkeit heraus, dieser Beziehung noch eine Chance zu geben und ja, zusammen mit meinem Partner, meiner Partnerin daran zu arbeiten, diese Beziehung ja, gesunden zu lassen. Aber egal für welche Variante du dich dann entscheidest, du triffst diese Entscheidung aus einer unabhängigen Haltung heraus, weil du dir selber genügst, weil du spürst, hey, ich brauche niemanden anderen, der meine Bedürfnisse stillt. Ja, ich brauche niemanden anderen, um mich sicher zu fühlen, um mich genug zu fühlen. Und wenn du in einer Beziehung bist, ja, und jetzt gerade gar nicht weiß, wo dir der Kopf steht, weil du immer wieder diese Eifersucht spürst, wie sie in dir hochkommt, aber du gar nicht wirklich weißt, ob das jetzt in der Partnerschaft begründet ist, sondern du spürst einfach, das belastet dich unheimlich und das belastet auch die Beziehung unheimlich, dann sprich mit deinem Partner. Sei offen und sei ehrlich und halte da nichts zurück. Ja? Teile, was du fühlst. Sag deinem Partner, hey, ich bin eifersüchtig. Und ich bin eifersüchtig, weil ich Folgendes gesehen habe oder weil ich folgendes Gefühl in mir habe. Und in meinem Kopf läuft jetzt das totale Kopfkino ab. Zensier dich nicht, ja. Teil das, was gerade in dir vor sich geht. Und vor allem teile, warum du eifersüchtig bist, ja. Was dich verletzt. Teil deine Angst und teil deine Bedürfnisse mit deinem Partner. Und halt da nichts zurück, ja. Da gibt's kein, ach, das ist zu sehr an den Haaren herbeigezogen oder das ist zu absurd. Nein, zensier dich nicht, sei da wirklich, wirklich ehrlich. Und genau diese Ehrlichkeit und dieser Austausch,
die sind das Fundament jeder Partnerschaft, jeder langfristigen Partnerschaft. Denn diese Form von Kommunikation, die schafft Nähe und die schafft Intimität und die schafft eine ganz besondere Qualität, eine ganz besondere Verbindung. Und für weniger solltest du auf gar keinen Fall gehen. Ja, gib dich nicht zufrieden mit einer Beziehung, die auf Streichhölzern gebaut ist. Nee, du hast eine Beziehung verdient, die wirklich auf tiefem Verständnis gründet, auf Support und inniger Intimität. Und klar, diese Beziehung fängt bei dir selber an. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Du würdest mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir auf iTunes einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Und wenn du Lust auf noch mehr Input hast, dann melde dich an für den Newsletter auf meiner Homepage www.saradesai.de. Kannst du dich in den Newsletter eintragen, der ist natürlich kostenfrei. Und du kannst dich auch sehr gerne anmelden in der Facebook-Gruppe #EineLiebe. Da sind wir jetzt ja um die 1000 Mindful-Community-Mitglieder, die sich auf dich freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Thank you.